Ich kann dieses Ding wirklich hier nirgendwo aufbauen, weil hier überall irgendwie so Bäume im Weg stehen. Ich sage jetzt nicht, ich muss das Ding wirklich nach da drüben fahren. Hier können es auch. Hier stehen dann direkt die Türme vom Feind. Da kann er hier vielleicht. Wenn wir die ans Höhe fahren, sind wieder die Bäume im Weg. Ach, komm schon. Alter, das ist schon... Nee, das noch nicht. Das ist, ich möchte vielleicht ein bisschen Abstand zwischen meiner Werft und der Insel haben. Hier ist sie doch... Ich, weißt du was, wir gehen da lieber kein Risiko ein. Bevor ich da nur 2 Stunden jetzt ran rumprobiere, wo ich das bauen kann, fahren wir jetzt darüber. Komm. Gott. Ist das 80 Jahre? Das ist, keine Ahnung. Geil, bis das da drüben ist, ist ja Weihnachten. Gut, nutzen wir die Gelegenheit. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um niemanden zu danken. Ich habe nämlich alles selbst gemacht, Victor. Na Jungs, wie geht's? Alles fit? Ich fliege mal drüber, ja? Na doch, das ist mein. Ich könnte einfach hier schnell noch das Gebäude bauen. Das ging wahrscheinlich schneller. Geld ist ja nicht so mein Problem. Hm. Hier ist mal da rein, oben ist mal das Gebäude. Teleport, ah, ich könnte. Oh, ich einen Teleport soll ich vielleicht bauen. Das ist eine kluge Idee. Teleport. Und da nehme ich gerne 2. Brauche ich vielleicht noch. Das wird wirklich lange dauern, bis das da drüben ist. Jetzt versuche ich es trotzdem nochmal hier. Also, es braucht Platz. Das habe ich hier nicht, habe ich hier auch nicht. Schwierig. Ich habe hier halt keinen Platz. Hier? Nein. Ich glaube, ich habe wirklich nur da drüben Platz, dass ich das bauen kann. Oder vielleicht noch in irgendeiner Ecke, die Entwickler vergessen haben. 1, 2 Polizei. Jetzt wird man nicht albern. So schlecht ist die Mucke hier auch wieder nicht. Wo muss ich jetzt hier Teleport? Ich brauche auch bald wieder Energie. Ich habe nur 348. Ich gucke mal auf 348. Ah, das war ein schneller Bau. Ging erfreulich schnell. Du bist ein Flugzeugsteuerzentrum, wie ich versehentlich gebaut habe. Dann gehen wir halt mal noch schnell diese Türme hier besuchen, die wer weiß, wo wir standen. Ich finde auch schön, wie lange diese Spuren bleiben. Das ist schon so scheiße. Besser als Interfunkstahl gesagt, ne? Was genau? Bin mir jetzt nicht sicher, was du meinst. Dein Subway habe ich auch nie gespielt. Das war Stein Subway 2, was ich gespielt habe. Und der erste Teil irgendwie Probleme hat. Hat mal Flieger das zeitliche gesegnet? Ja. Schade. Nach 20 Überflügen haben wir ihn trotzdem doch mal getroffen. Wo ist jetzt dieser Kackturm? Hallo? Ich
weiß, dass sie irgendwo stehst. Da. Irgendwo hier. Da. Schalten wir die Scheiße hier mal aus. Ja sein können. Apropos upgraden. Wo war denn jetzt hier? Hauptgebäude. Das wird nie gehört haben, wie es dem Raum jetzt nur so weit sind. Was? Was laberst du da? Hä? Was laberst du da? Musik war doch an. Keine Ahnung, was die schon wieder wollt. Nur am Scheiße da aber nicht sparen. Hier vielleicht noch die Möglichkeit, irgendwo eine Waffe zu bauen. Es ist halt überall stehen diese Kackbäume und der Scheiß. Warum ist doch absichtlich so gebaut? So absichtliche Provokation. Aber wo? Muss ich auch meinen Teleport aufbauen. Ja, das ist ja kein Problem. Das ist eher ein Problem von dem Spiel. Das Spiel hat so einiges an Probleme. Ich kann nicht mal sagen, ob das jetzt ein Unterschied ist. Boah, braucht das Ding viel Strom. Alter. Brauchen wir noch so ein paar. Das reicht, glaube ich, noch nicht mal, oder? Ich hatte eben 800. Ich kann noch einen zweiten bauen. Oh Gott, ich brauche ein neues Kraftwerk. Wo ist es denn? Die Heritech Hauptgebäude. Okay. Ach da. Auch immer das Kraftwerk so weit hinten ist. Ist nicht so wichtig, das Kraftwerk. Strom ist überbewertet. So, apropos überbewertet. Habe natürlich genau die richtige Einheit wieder ganz nach vorne gestellt, ja? Und der Rest läuft jetzt bitte nicht nach da hinten weg. Jetzt doch mal weg. Okay. So, hab ich diesen Ding schon weggeschossen? Sieht so aus. Querlose Gegner schieße ich am liebsten. Ich glaube, das war's jetzt auch, ne? Ziemlich leer jetzt aus, ja. Aber wenn ich die ganzen Gebäude zerstören muss, muss ich auch die Minen zerstören. Ne? Ja, ja. Oder einnehmen. Aber dann muss ich wieder einen Haufen Infanterie jetzt anschaffen. Da habe ich auch keinen Bock zu. Ich habe den Teleporter auf der falschen Seite gebaut. Ich hätte ihn beim Schiff bauen müssen, weil. Geil, habe ich richtig gut mitgedacht. Das ist auch mal los. Bis die Werft dann kommt, dauert ja noch eine Stunde. Gedreht hat, sofort warum, was?
Was für ein Blödsinn hier überhaupt an mir? Was kostet so ein Hafen? Mein Hafen. Dieser Kackhafen. Ich glaube, na wie? Wieso kann ich denn hier keinen Hafen bauen? Ich kann hier keinen Hafen bauen. Wie heißt jetzt das denn bitte? Das ist doch was anderes. Nee, ich kann mir nicht vorstellen. Hier nur Teile Gebäude bauen. Vielleicht kann ich mehr bauen, wenn ich einen Forderungsfindung baue. Vielleicht nicht. Ich muss jetzt also wirklich warten, bis der drüber gefahren ist, ja? Nein. Mal kurz was testen hier. Ich habe gespeichert. Ich weiß, wo habe ich gespeichert? Ich habe es nicht gemerkt. Habe ich genug? Ich habe eh genug Geld, von daher. So, darf ich dich bitte aufbauen? Nicht an, dass du jetzt irgendwie ein neues Forschungszentrum bist, oder? Wo ist denn? Das ist mein Kraftwerk? Was? Ich hatte doch ein Dings gebaut. Hallo? Wieso? Was zur Hölle? Ich habe dich garantiert nicht dahin geschickt. Ich habe dich dahin geschickt. Was soll denn der Blödsinn jetzt schon wieder? Erforscht du irgendwas Neues? Nee. Gut. Gut, wir warten jetzt ungefähr noch 2 Stunden. Ich kann hier nicht mal. Warum kann ich das hier nicht bauen? Ja, geil. Wobei, wenn ich den Spotter einbauen kann, muss ich den Teleporter gar nicht nach da drüben fahren. Ich fahr mal dahin. Wir brauchen noch ein Stündchen, bis wir da sind. Die Werft, ja, die. Oder ist hier vielleicht noch Platz? Nee, hier sind die haben halt echt überall Steine und. Ich glaube, man soll das Ding wirklich nach da drüben fahren. Gut, könnte sein, dass es noch irgendwo eine Ecke gibt, die ich nicht gesehen habe, aber ich glaube ja. Geil. Apropos geil. Man kann das Feld sogar verschieben für den Typ. Weil der 2, aber der hat Raketen drauf. Er will Raketen hier haben. Ich meine, klar, in Earth 250 kann man praktisch nichts anderes bauen, weil man 50 in die Luft schießen kann, aber hier. Hier ist das nicht so wichtig. So, was muss denn jetzt mein Kraftwerk hingefahren? Steuerzentrale? Weißt du, das war einfach dahin. Du kommst du eh nie an. So, darf ich hier mein Kraftwerk bauen? Nein. Ja, natürlich ist das eine, das sieht man doch. Jetzt, ich bitte dich. Produktion abgeschlossen. Das Einzige, was wirklich irgendwie eigen war, war halt, dass man ein Forschungszentrum bauen musste und die Sachen erforschen. Was in Earth 250 an Eule ausgebaut haben, was sonst? Es sieht halt grafisch besser aus als CNC1. Business in der Originalversion. Apropos, hab ich dich nicht mal rüber? Nee, wo ist denn mein Flieger schon wieder? Ist auch schon wieder kaputt, was soll denn das jetzt hier? Könnte natürlich einen Bomber bauen, aber die Dinger habe ich ja festgestellt, sind richtig scheiße.
Die ist mal kaputt hier. Hallo. Dann geht das ja auch mal anfangen. Und die Gegner-KI ist besser als im 10-10. Und sie baut und sie hat begrenzte Ressourcen. Gut. Sind wir hier hingelaufen? Laufen wir wieder zurück. Und 10C macht die Sache, die KI so Sachen wie den Transporter vollstopfen mit Einheiten und ein Gebäude einnehmen nicht. Und halt, dass man mehrere Leute braucht, um Gebäude einzunehmen. Und man muss da halt eine Mine bauen statt ein Ding, aber das sind Detailsachen. Na Jungs, habt ihr irgendwo hier noch eine fette Geheimwaffe stehen? Ich bin Kraftwerk stehen. So treffen die auf einmal so gut. Muss ein Bug sein. Das haben die vorhin nicht gemacht. Geht ja gar nicht. So, was macht mein Hafen denn? Die kann ich ja auch nicht hinbauen. Nein! Das darf ich nicht sehen. Aha. Schon geil. Ah. Unendliche Ressourcen, ja. Also. Ich sag ja, Kackspiel, ne? Ein Kackspiel. Ich sag ja, nach Lampe Road 1 ging es halt einfach nur noch bergab. Das ist halt. So, ich glaube, ich hab noch bald keine Goliaths mehr. Ich hab keine mehr. So, ich hab einen Teleporter. Ah nein, das teleportiert Gegner ran, ne? Damit teleportiere ich keine Einheiten durch die Gegend. Ach, ich bin ein Vollidiot. 3160! Ach geil. Das heißt also, mein ich Idiot. Ich hab das gerade irgendwie gerade falsch interpretiert. Falsche Gebäude. Nee, das kann nicht das falsche sein. Hilf mal bitte. Alter, das kostet ja absurd viel mehr. Na toll. Oh Gott, das heißt also, ich muss jetzt. Oh, fick dich doch echt. Hab ich den Teleporter umsonst gebraucht? Geil. Die wollen was? Spitze des Berges. Was? Du hast deinen Berg falsch umgedreht, glaube ich. Jetzt haben wir die Leute keine. Ach komm schon, jetzt ist da natürlich. Fick dich doch! Fick dich doch. Jetzt ist natürlich auch so ein Pisser da. Geil. So, der Raketenbeschuss jetzt wieder auf. Fand ich natürlich besser. Was haben wir so alles in der. Alter, was für eine Basis. Alter. Kann's auch übertreiben, ne? Da war ja nichts, ne? Dann habe ich alles erfolgreich geplättet. Ja. Junge, Junge, Junge. Ach nee, der muss jetzt auch noch Infanterieeinheiten darüber. Oh Gott, oh Gott.
Vielleicht möchte ich die eher so nach da oben bauen. Kann ich hier hinbauen? Nein. Könnte ich eins weiter oben hinbauen? Mal gucken, vielleicht. Könnte ich hier hinbauen? Hier wird es funktionieren. Gut. Warte noch kurz auf den Schutz. Ach, du lebst. Aber wirklich viel ist ja, glaube ich, auch nicht mehr. Wenn die Dinger nicht so nutzlos wären. Die machen halt so gar keinen Schaden, ne?